Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Altkirch im Elsass. Heute bin ich mal allein unterwegs, weil der Jura, glaube ich, was sehr viel Besseres zu tun hat. Der hat ein freudiges Ereignis zu feiern in seinem Privatleben, aber ich denke, davon erzählt er uns denn beim nächsten Mal, wenn wir gemeinsam aufnehmen etwas. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Ja, ich habe den heutigen Tag genutzt und habe so viel hin und her geräumt, wie schon relativ lange nicht mehr. Ich habe mich nämlich mal oben um das Sägewerk gekümmert. Da war alles leer, alles voll und oh mein Gott. Dementsprechend habe ich ganz viel aufgeräumt und auch ziemlich viel verkauft, ne? Ich habe die ganzen Bretterpaletten, die dort oben waren, verkauft. Ich habe die Hackschnitzel, die dort oben waren, fast alle verkauft, beziehungsweise halt erstmal das Sägewerk wieder aufgefüllt, also mit Brennmaterial, und den Rest alles schön zum Händler gebracht, so dass wir doch schon wieder, ja, noch mehr Taler haben. Ist immer ganz verblüffend. Ich kümmere mich immer so um die Kleinigkeiten zum Verkaufen. Also ich bin ganz oft am Sägewerk oben unterwegs. Und Joda ist so ein bisschen der Mann für, wie soll ich das jetzt sagen, Kompost und Co. Oh, ich habe noch schnelles Laufen drin. Ja, und er kümmert sich da ganz, ganz lieb drum, dass wir mal das Kompost verkauft kriegen. Und ja, was haben wir denn noch, was da immer so alles, so Torf, guckt da auf die Preise. Weil ich kümmere mich wirklich um so dieses Kleinkrams, mehr oder weniger, in der letzten Zeit jedenfalls. Ach nun komm, lass mich doch hier auch erstmal wegnehmen, bevor du nachschiebst. Holla, die Waldfee. Ja, das macht man ja alles mal so nebenbei, wenn man... Also jetzt übertreibt er aber hier. Das macht man ja alles so nebenbei, wenn man hier mal dran vorbeifährt. Nehmen wir mal ein bisschen Eierpaletten hier raus. Was uns natürlich dazu bringt, dass wir vielleicht auch mal wieder ein Auge auf unsere Gnocchi-Fabrik werfen sollten. Aber das machen wir heute jedenfalls nicht. Zumindest nicht in dieser Folge. Heute werde ich nämlich mit euch die Weinproduktion starten. Wir hatten ja gestern schon, oder beziehungsweise Joda hatte schon Zuckerrüben zur Zuckerfabrik gefahren, dann ein bisschen mit Kohle aufgefüllt und so weiter, dass das alles loslegen kann. Und ich habe jetzt gedacht, okay, dann holst du jetzt den Zucker ab, der dort schon fertig ist, und nimmst gleich neue Zuckerrüben mit, dass das gleich mal so ein bisschen weiterlaufen kann, ne? Naja, und auf dem Weg kann man ja hier mal bei unserem Eierhof anhalten und mal ein bisschen Eier hin und her gundeln. Ja, es ist nicht professionell. Wir machen das immer noch mit der Hand. Aber wenn es danach ginge, müsste man hier, glaube ich, so ziemlich, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Gabelstapler irgendwo stehen haben oder was auch immer. Es ist halt doch enorm, ne, was wir hier so brauchen. Und naja, wir sind mit unserer Game Extension hier sehr gut bestückt. Wobei ich am Überlegen bin, ob es vielleicht die Game Extension ist, die hier so Probleme macht. Denn ich weiß, auf der Hof Bergmann hat sie mir damals auch dolle Probleme gemacht. Das werden wir vielleicht auch mal ausprobieren, ob das besser ist, wenn wir die nicht drauf haben. Aber das erste Projekt wird erstmal sein, Curseplay rauszunehmen. Aber heute ist es noch drin, weil ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt Lust hatte, jetzt noch meinen Server runterzufahren, das rauszunehmen, zu löschen und wie das alles immer so schön ist, ne? Ja, deshalb haben wir es heute noch dabei. Hab auch schon wieder Felder neu angesät, also der Weinberg ist schon wieder fleißig am Wachsen, hoffe ich jedenfalls. Er ist voll gedüngt, alle 3 Düngestufen sind drauf, der Wein ist gesät. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen auf Feld, welches ist es, 44 ausgetobt. Das ist jetzt auch schon wieder neu angesät. Da habe ich mich mal wieder für Dinkel entschieden. Ja, immer mal was anderes, ja. Ja. Und dann ernte ich gerade noch, ach, immer diese Feldnummern, Feld 42. Da habe ich gerade die Sonnenblumen. Seht ihr, schon so verwirrt hier. Ja, da sammle ich gerade Sonnenblumen ein und bringe die schön von A nach B. Und suche... Ach, hier hinten bestimmt irgendwo. Guck
gucken wir mal, wo wir hier unsere Zuckerrüben loswerden. Warum hakt das hier heute so? Das ist nicht so im Sinne des Erfinders. Ah. Naja. Laden wir unsere Zuckerrüben ab und dann gucken wir mal, wo wir den Zucker herkriegen. Hm? Oh, da flackert's. Oh, wie jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst. Och, Mann. Das finde ich aber nicht nett. 64.000, okay. Das heißt, wir müssten jetzt hier noch warten. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir den zurück zum Hof und fahren den einfach nochmal her. Dann lagern wir die Zuckerrüben erstmal im Hof wieder ein. Ich denke mal, dass irgendeine Produktion hier noch voll ist. Weil meistens haben wir so ein bisschen, also diese Lecks, oder was ist Lecks? Das ist ein bisschen stockend. Ich meine, das ist ja alles noch in Ordnung hier, ja. Dann immer, wenn irgendeine Produktion übermäßig voll ist. Naja, das ist ja hier auch nicht ungewöhnlich, muss ich mal sagen, ja. Man hat hier doch so einiges, was dann immer mal auch in Stocken gerät. Weil durch die ganze Ernterei auf den Feldern ist man doch ziemlich beschäftigt, ja. Also über Langeweile können wir uns hier in Altkirch absolut nicht beklagen. Oh, war ja. Ja, sehr schön. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mittlerweile ziemlich gut ohne Karte unterwegs. Also das ein oder andere hat sich jetzt echt mal langsam eingeprägt. Also Leute, es wird, es wird. Guck mal hier, so eine schöne Abkürzung über den Eierhof. Kann man doch mal nutzen, ne? Ja, man muss sich das Leben schon auch mal leichter machen. No? Oder wie seht ihr das? Ja, ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Meine war ziemlich arg aufregend. Deshalb ist zum Beispiel auch am Donnerstag und Freitag die Hof Bergmann ausgefallen. Weil es war einfach zu viel los. Ganz, ganz viel im privaten Real Life. Aber das geht jetzt weiter. Ich werde jetzt übers Wochenende fleißig noch ein bisschen aufnehmen. Ja, also nächsten Montag geht es weiter. Keine Panik. Ich habe noch nicht aufgegeben. Aber manchmal ist das eben so, ne? Es kommt immer mal. Es kommt. Wie heißt das so schön? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ne? So ist das halt. So, dann muss ich da jetzt nochmal runterfahren, um den Zucker zu holen. Na, das ist ja wieder toll. Das habe ich ja wieder gut hingekriegt. Manometer. Kann ja auch mal in der Innenansicht fahren, ja. Mensch, vergesst das immer. Sowas, sowas, sowas. Schade, ich habe echt gedacht, der Zucker ist schon durch. Weil das ist ja nun so ziemlich genau 24 Stunden her, dass wir den Zucker dort eingefüllt haben. Also die Zuckerfabrik ist nicht so ganz die schnellste, ne? Aber vielleicht passt da auch nicht mehr als 64.000 Liter Zucker rein. Das kann natürlich auch sein. Hätte ich mal aufs Schildchen gucken sollen. Das können wir gleich nochmal machen, wenn wir wieder da sind. Na? So, Zuckerrüben waren hier hinten in dem Lager. Da müssen wir hier rein, genau. Wieder eine Birke vorm Kopf. Ich und die Birken, das ist hier immer so ein... Naja. Wir vertragen uns nicht allzu gut. So. Dann geht's nochmal los. Hechten wir noch einmal über den Hof. Ja, unseren Viechern geht's soweit ganz gut. Ich werde nachher nochmal ein bisschen auffüllen, was jetzt so über den Tag, ja, ich meine, ihr seht's, die haben schon, wieder ganz schön rumgeschmauft. Gibt's ja wohl nicht. Immer machen die so viel Dreck. Sauerei. Aber der Viehbestand ist ordentlich gestiegen, muss ich sagen. Wir mussten ja einen Tag vorspulen. Oder mussten nicht, wir haben es ja zu Testzwecken gemacht. Gut, die Sauberkeit hat jetzt massiv gelitten, Heugras ist nicht weiter schlimm. Aber wir haben 75 Schafe und 62 Kühe. Also,
So langsam aber sicher wird's. Und ich glaube, Yoda hat auch schon ordentlich Wolle verkauft. Weil warum nicht, ne? Wenn wir so haben. Es gibt ja keine, oder? Ich glaube, es gibt mal keine Produktion zur Wolle. Man verkauft sie einfach nur. Ich glaube, sowas habe ich mal als Mod gesehen, dass man die Wolle, so eine Art Kleidungsfabrik denn da oder nee, Stoff. Ich glaube, in Stoff konnte man die dann umwandeln. Auch ganz interessant. Aber wir wollen das hier mal nicht übertreiben. Wir haben ja so schon unser Tun, hier überhaupt hinterher zu kommen. Aber ich kann freudig verkünden, dass unser Sonnenblumenfeld tatsächlich bei 100% gelandet ist. Also das ist tatsächlich fruchtabhängig offensichtlich unser Problem. Aber wir werden den Fall hier weiter beobachten, ne? Möhrchen. Ja, den Rotkohl, den werden wir dann auch mal gucken, dass, ob wir den diesmal vom Feld kriegen. Aber das werde ich heute für mich hier definitiv nicht mehr machen. Vielleicht dann mal morgen. Da steht ja hier immer zu irgendwas anderes an. Das sind ja nun auch alles keine unwichtigen Sachen, ne? Jetzt bin ich, glaube ich, so ziemlich ganz dolle falsch gefahren. Kann das sein? Och, naja, nun, ob ich da abbiege oder da. Nee, alles gut. Ich dachte schon, jetzt bin ich ganz woanders gelandet. Mich hat gerade der Holzhandel ja ein bisschen irritiert. Da war ich vorhin ganz oft unterwegs. Aber unsere Preise sind im Moment echt im Keller durch das viele Verkaufen. Also lohnt es sich im Moment für uns nicht so wirklich, Hackschnitzel zu verkaufen. Aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht, damit einfach mal alles leer wird. Denn das dauert ja eine Weile, ehe das wieder voll ist, wird der Preis auch wieder einigermaßen sein. Und da werden wir mal gucken, ob wir unsere Eierpaletten vielleicht auch nochmal gesondert irgendwo loswerden. Tja, da würde ich sagen, in einer der nächsten Folgen werden Yoda und ich nochmal so ein bisschen im Wald rumtigern, ne? Weil wir haben nicht mehr so wirklich Holzvorräte, also Holzstämme. Und unsere Kohlefabrik, ich meine, die ist voll, ja, da passt nichts mehr rein, also die Kohle ist voll. Aber es sind nicht mehr allzu viele Holzstämme und für die Bretterpaletten, ach Bretterpaletten, für die Papierpaletten brauchen wir ja auch Holz. Sodass wir da doch mal wieder ein bisschen forsten könnten, ne? Und wir haben ja genug, ne? Sodass wir dann vielleicht auch irgendwann so kurz vorm LS19 vielleicht mal dazukommen, hier wieder aufzuforsten. Vorher bestimmt nicht. Ist hier überall Kahlschlag auf der Map. Keine Bäume mehr weit und breit, nur noch die Begrenzung der Map. Naja, gut. Aber auch das ist kein Problem. Ja. So, jetzt halten wir hier mal kurz an. Ich hab's F1-Menü aus. Zuckerrüben voll, Cola, Wasser. Nee, tatsächlich, also es geht bis 100.000. Naja, jetzt holen wir uns trotzdem mal den Zucker raus, den wir hier haben. Nehmen wir einfach mal mit. Denn ich will Wein produzieren. Ui. Jetzt gehen wir mal raus hier. Nee. Na, seht da mal, wie ein Profi fast. Na, guck mal, schöner weißer Zucker. Nicht mal brauner Zucker. Na, schade. Schön, schön. So, dann tappen wir hier gleich mal weiter. Da waren wir gerade da, wo ich eigentlich hin wollte. Doch. Solange der nämlich aufgefüllt wird, können wir mal wieder zum Feld fahren. Und die Sonnenblumen abtanken. Lass bitte die Mülltonnen stehen. Vielen Dank.
Und dann werde ich bestimmt mal die Tage mal wieder ein bisschen mähen. Denn das haben wir wirklich, also ganz am Anfang mal gemacht und seitdem schon nicht wieder. Aber so ein bisschen Silage und Co. Könnte so langsam aber so langsam aber sicher mal wieder gemacht werden. Dass wir da dann einfach mal in die Ernte vom Gras gehen müssen. Oh, guck mal, unsere Schäfchen hier. Das ist doch schön, oder? Die fühlen sich wohl. Jetzt scheint auch wieder die Sonne. Vorhin war es die ganze Zeit bewölkt. Bewölkt und diesig und nicht so schön und na. So, jetzt müssen wir so ein bisschen wieder in die Ernte fahren. Wer es nicht sehen will, der schließe seine Augen bitte jetzt. Ach, guck mal, gucken die Köpfe von den Sonnenblumen hier durch. Ist ja süß. Aber da hat der Yoda recht. Also hier könnte diese Geschwindigkeit, mit der abgetankt wird, tatsächlich mal ein bisschen höher sein. Das ist schon, ja, zieht sich dann immer so ein ganzes Weilchen. Aber ist gleich geschafft. Habt Geduld. Es geht gleich weiter mit dem Zucker. Aber ich möchte ganz gern hier den Helfer auch am Laufen haben. Weil wir hier echt, na, wie schon vorhin gesagt, wir haben echt genug zu tun. So, da sind wir richtig. So, zack. Und weiter geht's. Ach so, warte, jetzt muss ich hier nochmal aussteigen. Ach, ich bin ja heute wieder voll der Profi, wa? So, F1-Menü, hier fehlt wieder irgendwas. Oder ist es voll? Oh, Sonnenblumen, Raps, Sojabohnen, alles. Okay. Dann weiß ich, was ich nach dem Zuckerverbringen mache. Dann werde ich die Sonnenblumen, die ich gerade eingelagert habe, erstmal hier runterfahren. Alles, was wir so haben. Dass unsere Dieselproduktion weiterläuft, weil das hängt ja mit der Torfproduktion zusammen. No. Und mit der Sandkuhle und so weiter und so fort haben wir uns auch noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, ja. Das sind so Dinge, naja. So, dann kann ich ja gleich hier rechts rum. Ja, und dann kommen wir ja da oben direkt auf die Weinkellerei zu. Ja, ich muss ja ein bisschen ausholen mit so einem großen Hänger, ja. Also bitte kein Gemeckere. Und los geht's. Zitternder Papierfabrik war ich auch schon lange nicht mehr unterwegs. Also lange ist jetzt übertrieben, aber in den letzten 2, 3 Tagen auch nicht. Aber ich habe gesehen, dass der Zigarren- oder Zigarettenpreis, eins von beiden, war wieder sehr, sehr gut. Also müsste man da dann auch verkaufen fahren. Also ich weiß gar nicht, was wir mit unserem Millionchen machen sollen. Also ein Feld kaufen wir erstmal definitiv nicht, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich fast ausschließlich nur noch mit der Ernte von irgendetwas beschäftigt sind. Also schon enorm. Aber man braucht es ja auch, ne? Also so richtig auf Vorrat kommt man hier nicht, müssen wir mal so sagen. Wenn man hier alles so wirklich auch am Laufen halten möchte. Hui. Aber macht Spaß. Also uns macht das richtig Laune, richtig Spaß. Weil irgendwann so auf vielen, also kleineren Maps, hast du ja doch so diesen Punkt irgendwann, wo du sagst, jetzt habe ich ganz viel auf Lager, Produktion laufen, fährst einfach nur noch hin und her, so, ja. Ich meine, hier fährst du auch viel hin und her, eigentlich fast ausschließlich. Aber du fährst nicht immer nur die gleichen Produktionen an, ja, weil es ja doch das eine baut aufs andere aus, wie mit den Eiern, ja. Du musst erstmal da alles voll machen, dann bringst du die Eier wieder zu den Gnocchis, dann brauchst du aber wieder noch Mehl und so weiter und so fort. Also es sind so herrlich viele verschiedene Sachen, die das Ganze denn hier wirklich auch abwechslungsreich gestalten. Und die Sache mit der Kohle finde ich ja sowieso genial, ne? Das finde ich ja. Ich habe einen Baum gefunden, würde Werner jetzt sagen. Ja, das mit der Kohle finde ich eine richtig tolle Sache. Gut durchdacht. Ja, hier habe ich vorhin gesät.
Habe ich ja ohne Curseplay gemacht, da musste ich dann den Teil wieder selbst nachbessern, aber gut, das kriegt man ja dann auch hin, ne? Die Melzerei. Die ist unsere Brauerei, die läuft auch schon bestimmt nicht, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich weiß nicht so ganz richtig. So, hier oben müssen wir rein und dann geht's los. Dann kriegen wir unseren ersten Wein, ihr Süßen. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die nächste Produktionskette in Betrieb. Eieieiei. Ich werde von meinem Chef doch vorschlagen, dass ich mehr Zeit zu Hause brauche. Ach, hier müssen Weintrauben rein. Okay. Das hat Yoda ja gestern gemacht. Guck ich mal, muss der Zucker wahrscheinlich hier hin, ne? Zucker, jawohl. So, gleich mal Thumbnail machen. Wie immer, kennt ihr ja schon. Na, wie immer nicht, aber wie meistens. Ja, da war ich wichtig. Kommt schon mal vor, ne? Na gut, ihr Süßen. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier genug hin und her gegondelt. Ich werde gleich nochmal weiter zur Gnocchi-Fabrik fahren. Die ist ja hier ums Eck, genau. Und da nach dem Rechten gucken und vielleicht mal ein bisschen was rausnehmen. Und dann da noch hinfahren und da noch hinfahren, um dann da noch hinzufahren. Ja, aber ich wünsche euch einen wunderschönen Sonnabend. Genießt das Wochenende. Für die meisten wahrscheinlich ein langes Wochenende. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit am Start seid. Und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.